Du hast keinen Smoker oder du hast gar nicht so viel Zeit, aber du warst auch im Supermarkt, so wie wir, und hast schon mal gesehen, dass es Beef Brisket im Supermarkt fertig zum Kaufen gibt. Wir haben das Geld für dich investiert. Wir haben es gekauft und sagen dir nach dem Intro, ob das schmeckt oder nicht. Hier haben wir die kleine süße Packung Beef Brisket. Ich laufe am Supermarkt-Kühlregal vorbei und dann lacht mich dieses kleine Päckchen an. Und dann dachte ich mir, Moment mal. Beef Brisket aus dem Supermarkt für 7,99 €, 340 Gramm netto. Kann das schmecken? Wir haben keine Ahnung. Aber wir haben es für dich gekauft. Und dann werden wir es auch genauso zubereiten und dir ganz ehrlich sagen, ob es geil ist oder eben nicht. Also, jetzt gucken wir erstmal, was haben wir hier dann? Rinderbrust, logischerweise, sonst wäre es kein Beef Brisket, mit zugesetztem Wasser und Raucharoma. Aha, da haben wir schon. Die Kamera war gerade schon wieder irgendwo. Nee, war auf der Schachtel drauf. Achso. Also, wir haben nur Raucharoma dran, also nicht direkt geraucht. Gepökelt, mariniert, aha, sous vide gegart, unter Vakuum, bei Niedrigtemperatur gegart, Klammer auf, Klammer zu, und Dipsoße auf Mayonnaise-Basis. Okay, Zubereitung, Hammer, Backofen, 200 Grad Umluft, vorheizen, Beutel aufstellen, Fleisch ohne Flüssigkeit auf ein Backblech legen oder meinetwegen auch im Grill. Steht hier nicht drauf. Ach doch, Beef Brisket aus der Verpackung nehmen und auf den Grillrost legen. Für 20 Minuten. Beef Brisket, nicht 340 Gramm, weil wir haben da 300 Gramm. Dipsoße 40 Gramm. Also, Dip sind 40 Gramm. Rinderbrust sind 300 Gramm. Naja. Also, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal rein, wie das Ding hier aussieht. Da haben wir's. Unser Beef Brisket. Okay. Okay, das ist unser Beef Brisket. Süß. Also, wenn du weißt, wie normalerweise ein Beef Brisket aussieht, irgendwas zwischen 3 und 8 Kilo. Hier haben wir ein Zehntel davon. Okay, gut. Ich würde sagen, süß ist es. Wir schneiden es mal auf und dann wird erstmal gerochen dran. Das machen wir ja meistens so, wenn wir irgendwas nehmen, was eingepackt ist. Riechen tut's gut. Riechen tut's gut, rauchig. Riechen tut sogar sehr gut. Also das muss man sagen. Und dann nehmen wir es mal raus. Aus der Lake, wo es so weit gegangen war. Also ganz ehrlich. Es ist süß, man muss es so sagen. Und dann haben wir hier unser Dip auf Mayonnaise-Basis. Also gut, das haben wir selber, wo wir Beef Brisket gemacht haben, noch nie gemacht, dass wir jetzt irgendeinen Dip mit dazu genommen haben, sondern einfach das Beef Brisket pur gegessen. Aber gut, ist da drin, also probieren wir es auf jeden Fall mit. Das Ding soll man jetzt erwärmen, ungefähr 20 Minuten bei 200 Grad auf dem Grill. Wir haben jetzt hier hinten schon mal richtig schöne Hitze von unserer Marabu-Kohle, da kriegen wir auf jeden Fall 200 Grad hin, auf jeden Fall. Und das legen wir jetzt einfach mal da raus und lassen es mal richtig warm werden. Wir haben es direkt aus dem Kühlschrank genommen. Aber ich muss ja sagen, von der Konsistenz her, wenn wir es jetzt mal einfach mal angucken, von der Konsistenz her ist es eher wie ein Pastrami. Also richtig fest, also wirklich richtig, richtig fest. Und bei einem Brisket ist es ja einfach so, dass es wirklich richtig schön schmutzig, locker ist und sehr, sehr weich. Ungefähr 20 Minuten sind rum, also das hat dauert wirklich so lang, so wie es auf der Packung steht. Das stimmt schon mal. Und jetzt nehmen wir unseren Deckel runter, der ist bockheiß. Also 200 Grad haben wir hier auf jeden Fall. Also 200 Grad haben wir hier auf jeden Fall. Jetzt sieht das Stückchen schon ein bisschen geiler aus, muss ich sagen. Also größer geworden ist es nicht, aber es sieht schon ein bisschen geiler aus. Jetzt nehmen wir das mal runter und dann legen wir das hier hin. Und ich würde einfach mal sagen, also da steht auch nicht drauf, dass wir es ruhen müssen, wie bei einem guten Stück Fleisch. Und deswegen schneiden wir das mal an. Aber
Es gibt natürlich noch was zu beachten. Auf jeden Fall beim Anschneiden ist es so, wie bei einem richtigen Brisket, bei einem großen Brisket, wir schneiden es gegen die Fasern auf. Und das wollen wir natürlich auch machen, weil du siehst jetzt hier, haut doch mal ab, ihr Fliegen. Die Faserung geht so und dann schneiden wir natürlich gegen auf. Und jetzt gucken wir einfach mal nach, einfach mal mittig rein. Also zart ist es, glaube ich. Und dann schauen wir uns das gute Stückchen mal an. Also wenn ich das jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, es sieht aus wie ein Pastrami. Das ist ein Pastrami, glaube ich. Oder? Schneid mal Tranchen das runter. Das sieht eher wie ein Pastrami aus. Jetzt schneiden wir mal eine ganz dünne Tranche mal runter. Und dann ist es ja einfach so, bei einem Brisket, das so halte, wenn das ein ideales Brisket ist, würdest du das einfach nur normalerweise wirklich so rumschmiegen. Aber wenn du das jetzt genau hinguckst, mal ein bisschen dichter, dann siehst du, dass es eigentlich sofort gleich ein bisschen bricht. Also im Prinzip ist es wie so ein Pastrami, also definitiv zart ist es, ist klar, aber wie ein Pastrami. Soll ich vorkommen? Ich finde auch, das riecht wie ein Pastrami. Ja, also wir schneiden jetzt hier ein paar Tranchen auf. Jetzt macht der Manuel aber noch Fotos, weil Fotos braucht man natürlich. Ah, ja, klar, ja, klar, logisch. Klar. Und dann kommt der Manuel vor die Kamera und dann wird probiert. Also ein bisschen komisch ist. Aber auch gut, lassen wir uns mal überraschen. Geschmacklich, da muss es ja passen. Und das testen wir jetzt. Schneid mal. Und ich mache mal hier den Dip auf. Die Soße, den Dip, wie auch immer, auf Mayo-Basis. Ist okay. Der Dip ist okay. Ist auf Mayo-Basis. Das ist wahrscheinlich nur pure Mayo. Nee, hat schon ein bisschen Geschmack. Guck mal, der kann schon voll auseinanderreißen. Also das muss ich sagen, finde ich schon mal ganz cool. Zart ist es. Definitiv. Ich möchte es aber erstmal so probieren. Also jetzt nehmen wir mal uns ein Stückchen. Gut. Also er bricht halt, ne? Also riechen tut es aber auch nicht nach Rauch, sondern eher nach Essig. Bissi. Zart ist es auf jeden Fall, es geht voll in die Zunge. Mhm. Aber rauchig, ist eher Pastrami. Rauchig also ist gar nicht. Also das ist eher so, man merkt ja irgendwann den Unterschied zwischen Raucharoma oder dem Flüssigzeug und richtigem Rauch. Mhm. Es schmeckt aber nicht schlecht. Also ist gepökelt, auf jeden Fall. Mhm. Siehst du, weil es natürlich so krass rot ist, ne? Und es kommt halt einfach vom Pökelsalz, vom Pökeln. Und es ist einfach so typisches Pastrami. Weil Pastrami pökelt es halt auch. Deswegen wird es eben so richtig schön rot. Ich meine, ein Brisket ist normalerweise nicht so rot. Und Beef Brisket ist ja wahrscheinlich auch nicht, also ich weiß es nicht, aber ist nicht geschützt, der Name. Von daher könnte ich wahrscheinlich alles Beef Brisket nennen. So was Rinder, weil Beef Brisket. Ist das jetzt alles, was du aufgeschnitten hast? Oder hast du schon gegessen? Ich habe 2 Stück gegessen. Das ist alles. Also es reicht für nicht mal für eine Person von uns. Definitiv. Das kostet 7,99. Okay. Aber komm, jetzt probieren wir mal noch den Dip mit dazu, weil das müssen wir erstmal wissen. Vielleicht ist es jetzt der absolute Burner. Das kann natürlich sein, dass jetzt hier alles rausreißt. Mit Dip. Der Dip schmeckt jetzt eher wie so Salatsoßen-Dip. So, das geil, das Typische, was du kriegst so im schlechten Restaurant, wo alles fertig. Schmeckt es ohne Dip besser. Ich finde es aber nicht schlecht. Also. Naja, gut, aber ganz ehrlich, ich bin für den Preis. Also, gut, du musst es herstellen, du musst es verpacken, du musst es bewerben, du musst es Sous-Vide garen und. Aber ganz ehrlich, ey, 300 Gramm für 8 Euro, das ist schon keine Frage. Krass teuer. Da kaufen wir fettgeile Rinderbrust und hau die auf den Sheriff hinten drauf und mach die mal richtig durch. Mhm. Dann schmeckt die 10-mal geiler. Es schmeckt aber geil. Also, wenn ihr jetzt Bock hättet auf ein Brisket. Auf ein Pastrami. Können wir uns auf ein Pastrami einigen, was eher ein Pastrami ist. Auf ein Pastrami und wird dann einen Burger draus machen, wird das für uns reichen. Aber das, ja. So nicht. Aber das schmeckt echt gut. Also ist schon okay, aber mit vom Beef Brisket ganz weit weg. Also, definitiv. Aha. Sogar von Nord. Mittlerweile ist wichtig, man schreibt drauf Barbecue und Tranla und schaut mal gewonnen. Das steht drauf. Barbecue ganz fett. Schöne Flammen. Hat mit dem Geschmack aber gar nichts zu tun. Beef Brisket hat auch mit Flammen überhaupt nichts zu tun. Ja. Ja, da wird einfach schön bei Niedrigtemperatur schön gegart aber auf dem Grill, auf dem Smoker. Schmecken tut's. Aber es hat halt damit einfach nichts zu tun. Aber gut, so ist es.
wir haben es für dich getestet. Wenn du das nächste Mal dran vorbeiläufst, darfst du selber für dich entscheiden, ob dir 7,99 wert sind und es zum Kaufen oder nicht. Schreib es mal unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Format einfach mal gefallen hat, sollen wir noch weitere Sachen für dich testen. Haus unten rein, vielleicht hast du irgendwie was Cooles irgendwo gesehen, wo du sagst, ich will da nicht so Geld ausgeben, sollen mal die Jungs machen und sich das Maul verbrennen darüber, ob es lecker ist oder nicht. Dann schreib's unten rein, was du gesehen hast, was wir gerne für dich machen sollen und dann machen wir es wahrscheinlich. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann schalt auf jeden Fall am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag immer mal wieder rein. Und zwar, 3 Videos kommen die Woche. Wir würden uns freuen über ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Und wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünschen dir noch einen richtig geilen Tag und wir sind raus. Und zwar, wir sehen uns wieder, wenn es das nächste Mal wieder heißt MC Barbecue. Ich finde es nicht schlecht, aber mit Brisket halt weit nichts zu tun. Aber gar nichts.